Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem wirklich, wirklich, also, schlechten Tag im Medieval Dynasty, was das Wetter angeht. Folge 23 schon, ne? Sauber werden wir trotzdem nicht, wir sind ganz schön dreckig, aber ich wünsche euch trotzdem eine schöne Folge und damit, let's go. Oh, unsere Köchin ist schwanger. Okay. Ey, die hat wirklich überall eine 2, ne? In jedem Wert. Entschuldigung, Frosch im Hals. Immer noch ein bisschen Corona. Wir brauchen Dünger. Ja, okay. Dann stellen wir erstmal Dünger her. Wir haben jetzt die ganze Zeit an der Baustelle gearbeitet. Da werden wir auch heute noch weiter dran arbeiten. Aber erstmal Dünger herstellen. So, 60 Dünger wieder im Lager drinnen. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mit der Baustelle weiter. Ich brauche Bretter auf jeden Fall. Dazu nehmen wir uns die Holzstämme hier. 200 Stück haben wir ja. Schön. Wie viele Holzstämme habe ich jetzt insgesamt? Der eine packe ich mal raus. Ja. Machen wir mal Bretter draus. Was ich schon seit ein paar Folgen machen wollte, ist einfach in der Verwaltung zu sagen, dass der... Wo ist er? Der Grabungsschuppen einfach keinen Ton mehr herstellt, weil wir brauchen keinen Ton. Wir brauchen gerade Kalkstein, denn wir haben einen Haufen Steingebäude, die wir einfach für den Winter halt wärmeeffizienter machen wollen. Deswegen Kalkstein. Und er sagt ja jetzt kein Werkzeug, wenn man da eine Spitzhacke braucht. Aha. Da werden wir gleich ein paar Spitzhacken herstellen müssen, damit die genug Werkzeug haben. Aber erstmal bauen wir an den Häusern weiter. Die echt viel Ressourcen brauchen gerade, ey. Boah, krass. Naja, wenn ich jetzt eh nochmal zum Lager muss, dann kann ich auch nochmal ein paar Spitzhacken herstellen, damit die auch schon den ersten Kalkstein abbauen können. Ich glaube, Kalkstein war die einzige Ressource, die man braucht, um Steinhäuser abzudichten. Also zu verputzen. Wir haben einfach 350 Ton. Das werden wir niemals verwursten können. So, drei Spitzhacken habe ich jetzt erstmal hergestellt. Erfahrungsgemäß. Oh, vier. Okay, erfahrungsgemäß sind die halt schon in der Haltbarkeit ganz gut. Und die dürften eine Weile reichen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde gerne hier im Dorfzentrum, sage ich mal, noch einen Holzschuppen hinstellen. Das war aus dem Grund, dass ich halt immer rüberlaufen muss auf die andere Flussseite, um Bretter herzustellen. Und ich einfach hier gerne einen hätte. Und den können wir dafür verwenden, dass wir einfach erstmal schneller Bretter herstellen. Und zweitens können wir den im Winter dann verwenden, um Brennholz herzustellen. Dass wir hier einfach allen jemanden einstellen, der dafür zuständig ist, Brennholz herzustellen. Dann könnten wir hier vorne die Fläche nutzen, um hier so Holzlager hinzumachen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann könnten wir hier Bretter und Brennholz herstellen. Ich glaube, das wird cool. Den werden wir auch gleich fertig bauen. Ich werde jetzt erstmal kurz hochgehen noch und die das Dach fertig machen. Vielleicht von beiden Häusern. Mal sehen, ob ich genug Ressourcen dabei habe. Und das Haus hier vorne, das lassen wir erstmal noch als Baustelle. Ich glaube, da werde ich auch, weil einfach unsere Steinressourcen sich dem Ende zuneigen, werde ich das, glaube ich, auch aus Holz bauen müssen. Aber später. Erstmal die anderen beiden fertig machen. Und dann bleibt es einfach hier so ein bisschen als Baustelle. Es sieht ja auch cool aus. Also es muss ja nicht alles fertig sein. Hier vorne ist einfach noch... Ist einfach noch eingestellt Flechtwand. Okay. Ja, nee. Wir machen das schon aus Holz. Nicht aus Stöcken. Aber wie gesagt, später. So, großes Haus ist fertig. Witzig, da ist einfach hier so viel Platz drin. Einfach
ungenutzter Platz, finde ich. Ja, hier könnte man im Prinzip dann Felle hinlegen. Von den unterschiedlichen Tieren. Naja, mit der Dekoration der Häuser beschäftige ich mich später. Also das wird zwar noch ein Riesenprojekt werden, aber das machen wir später. So, die kleine Hütte ist jetzt auch fertig. Schön. Kann ich vielleicht mit den restlichen Brettern hier noch meinen Gartenzaun fertig machen? Ja, auf jeden Fall. Schön. Oh, Stroh, stimmt. Stroh brauchen wir auch. Haben wir noch genug Stroh oder muss ich jetzt wieder was pflücken? Weil wir haben ja echt viel Stroh fürs Tierfutter verbraucht, ne? Wir haben noch ein bisschen was an Roggen, wo wir Stroh rauskriegen könnten. Mache ich mal. Dresche ich mal schnell noch den Roggen. Dann haben wir noch ein bisschen was an Stroh. Und dann kann ich das... Ach nee, Quatsch, hier hinten muss ich das machen, ne? An dem... Ja, hier. So, 56 Stroh. Ja, ist nicht viel, aber sollte für das Dach hier reichen. Für den Holzschuppen. Schön. So, dann habe ich jetzt einen Ort im Dorf, wo ich Bretter und Dings herstellen kann. Ihr wisst, was ich meine. Ey, warum fällt mir das immer nicht ein? Bretter und Brennholz, mein Gott. So, es ist auch schon dunkel. Ich würde sagen, wir gehen auch in den Herbst hinein. Boah, es gefällt mir sehr gut, wenn ich hier rauskomme. Schön. Kurzer Kontrollblick zu den Bäumen. Ja. Sieht sehr gut aus. Es wächst und gedeiht, meine Kirschbäume. Holzschuppen steht auch. Geil. Können wir hier noch ein bisschen Deko anbringen? Holzstab für die Arbeitsstation. Ja. Ich habe jetzt Bock, das auszudekorieren. Das machen wir jetzt auch. Erstmal kommt hier ein Platz hin, wo Holz gehackt wird. Dann stellen wir ein bisschen was am Brennholz her, damit wir die Brennholzlager errichten können. Neues Level in Gewinnung. Ja, schön. Gucken wir gleich mal rein. Maultier, du kannst 5 Kilogramm mehr tragen. Das wird gelevelt. Auf jeden Fall. Das ist ja super. So, Arbeitsstation, Holz. Ach, für das Große brauche ich noch 4 Stöcke. Ja, ist ja kein Problem. Hier sind ja noch Stöcke. Stock am Start, sage ich da nur. Ja, das Große steht hier sehr, sehr gut. Gleich daneben. Sehr schön. Wird hier noch den Weg bis zu der Station, ja, so ein bisschen so, ja, oh Gott, gefällt mir sehr gut. Und jetzt machen wir so kleine Holzlager. Hier so eins hin. Ah, ich mach das mal ein bisschen und dann zeige euch das dann danach. Weil ich jetzt hier die ganze Zeit quatsche. So. Froschemals. Ich habe jetzt so ein bisschen hier dekoriert, ne? Also hier die Station, wo war dann halt, wo halt Holz gehackt wird. Hier so ein bisschen am Zaun in Lager hochgezogen. Hier so ein bisschen, jetzt überlege ich, ob ich hier noch einen Zaun dazwischen ziehe, damit man das so dranlegen kann. Ich glaube, das mache ich auch. Hier vorne habe ich einfach ein bisschen Los hingeworfen. 16 Stück oder so, keine Ahnung. Kann ja hier noch die letzten, die ich noch im Inventar habe, kann ich auch noch hier hinwerfen. Hier haben wir dann das große Lager. Und ich glaube, das fügt sich hier sehr, sehr gut ins Dorf mit ein. Einfach der Spot hier, kannst du dir Feuerholz holen. Finde ich sehr, sehr nice. Vielleicht mache ich hier noch so ein bisschen auch Weg rein, damit das alles nicht so rough aussieht, sondern so ein bisschen konstruiert. Ja, gefällt mir, glaube ich, besser. Das sieht schon gut aus. Finde ich gut. Finde ich schön. Hier werfe ich noch ein bisschen was hin. Natürlich hier überall hin, nur nicht da, wo es hin soll. Aber wir können es ja hier so hinschieben, da, wo wir es hinhaben wollen. Ich gleich durch mein ganzes Dorf nach Brennholz suchen. Wo das überall hingeflogen ist, ey. Krass.
Und hier liegt eine Holzschaufel mittendrin. Auch nicht schlecht. Auch rausgeworfen, okay. Ja, doch. Ist doch geil. Da mache ich einen Screenshot von. Finde ich gut. Obwohl, nee, ich wollte ja noch den Zaun da hinten hinsetzen, ja. Okay. Ich habe mich festgestackt. Oh nein. Befreien Sie mich bitte. Ja, sehr gut, danke. Einmal ein Flechtzaun. Ja, schöner Holzplatz. Finde ich gut. So ist es geil. Sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ist es auch, hat auch noch einen praktischen Wert, dass ich nicht ständig hin und her laufen muss und hier einfach einen Platz habe, wo ich Feuerholz und Bretter herstellen kann. Finde ich schön. Doch, fügt sich hier sehr, sehr gut ein. Müssen wir nur überlegen, was wir hier hin machen. Ich glaube, hier so ein bisschen Lager mit Fässern und so. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Der Platz hier vorne ist auch noch ein bisschen unbenutzt. Naja, wird schon alles noch. So, in der Verwaltung haben zwei Gebäude Probleme. Ach, Holzschuppen wieder. Ja, na klar. Das Problem ist, ich habe keine Steine mehr. Muss mal ganz kurz per Hand Steine sammeln. Ja, wir haben keine mehr im Lager. Und so kann ich keine Äxte herstellen. So, wie viele Äxte kann ich herstellen? 14 Stück. Das sollte eine Weile reichen. Hoffe ich. Ja, wir brauchen auch dringend wieder Kohle, weil wir einfach zurzeit keine Kohle mehr haben. Und ich würde gern so Sachen dekorieren hier noch. Und ich brauche aber Schemata-Geld. Schemata-Geld. Aber ich habe ja noch Pfeile und einen Bogen und werde, glaube ich, mal auf die Jagd gehen nach ein paar Bisenten. Damit wir ein bisschen Leder bekommen, damit ich so Klamotten herstellen kann, die wir dann sehr teuer verkaufen wieder. Na? Dicker? Komm her. Lass dich von mich töten. Kommen Sie bitte her. Schön. Hä? Hat ein Wolf gehört? Ach, da vorne. Ah, da sind Wölfe. Okay. Na, komm schon. Ah. Hat er abgedreht. So, der letzte. Oh, ein bisschen Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer, mehr Stamina. Aua, aua, aua. Na komm schon. Hi, um. Schön. Intensiver Fight. Haben wir schon wieder kein Messer. Stöcker und Steine. Okay, wir haben jetzt 90 Leder mit den drei Tieren gemacht und eine Menge Fleisch. Und jetzt machen wir daraus Klamotten, irgendwie so Stiefel oder sowas und verkaufen die dann. Ah, es fehlt schon wieder Dünger im Feldschuppen. Toll. Aber es müsste auch wieder Dünger bereitstehen. Die Tiere müssten wieder gekackt haben. Dung meinte ich. Es müsste wieder Dung bereitstehen.
Erstmal gucken wir mal. Können wir da irgendwas mit dem Leder machen? Wir müssten natürlich erstmal die Schematas kaufen, ne? Einfache Schuhe, da können wir das Schemata kaufen. Da brauchen wir wirklich nur Leder für. Vielleicht machen wir das erstmal und stellen einfach mal einfache Schuhe her. Und ich hoffe, dass die Geld einbringen. Also genug Geld. Haben ja auch etliches an Leder gekostet. Die bringen 100, das heißt 50 pro Stück. Ja, ist jetzt nicht so viel. Aber wir könnten Saat verkaufen. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Das bringt, glaube ich, ein bisschen was. Erstmal Dünger herstellen, sonst geht auf den Feldern nichts. Wir haben ein Eselchen. Ein Weibchen. Schön. Sehr, sehr gut. Nice. Ich finde es immer schön, wenn die Tiere sich vermehren. Haben wir vielleicht auch Hühner bekommen? Ja. Wir haben zwei Küken. Zwei männliche Küken. Okay. Oh, wir werden nochmal mit Hanuta sprechen, die hier gerade vor ihrem Haus steht. Hallo. Hallo. Wie geht es dir, meine Schöne? Ich bewundere deine Ehrlichkeit wirklich. Wir können es versuchen. Plus 7. Entschuldigung. Ah, Frosch im Hals. Zählt mir immer, wenn ich nervös bin. Angeblich gibt es im Tal einen Jäger, der die Kadaver der Tiere, die er erlegt hat, ausstopft. Es heißt, sie sehen noch lebendig aus, nur für immer eingefroren. Findest du gut. Plus 5. Sehr gut. Du siehst stark aus, das ist ziemlich beeindruckend. Ich glaube, das findet sie gut. Plus 10, ja! Das ist auch gut, glaube ich. Menschen, die stolz darauf sind, wer sie sind, sind heutzutage selten. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Plus 10! Oh mein Gott, ich bin sehr stolz auf meine Arbeit, ja. 89%. Ja, jetzt sind wir hier ein bisschen in der Sackgasse, sage ich jetzt mal. Also, ich könnte jetzt versuchen, aber das macht keinen Sinn, unter 100%, dass ich ihr einen Antrag mache. Dann kann ich zu ihr sagen, du bist elegant gebildet und gebildet, das gefällt mir. Weiß ich nicht, sie ist sehr stolz auf ihre Stärke und auf ihre Arbeitskraft. Das wäre vielleicht das, was ich noch am ehesten... dann wusstest du, dass dort mancherorts eine sogenannte Scheidung durch Kampf durchgeführt wird, um die Chancen auszugleichen, steht der Ehemann bis zur Hüfte in einem Loch und hat all in seine Arme auf den Rücken gefesselt. Ich glaube, sie ist eine sehr emanzipierte Frau und das wird ihr nicht gefallen. Manche Menschen versuchen ihr ganzes Leben lang zu verstehen, was Liebe ist, aber Liebe kann man nicht verstehen, nur empfinden. Auch sehr schwierig. Ach komm, ich nehme das letzte. Minus 5. Ja. Dann wohl an einem anderen Tag. Tschüss. Naja. Was soll's. Beim nächsten Mal haben wir sie. Versprochen. Guck mal schnell noch, was hier ein Dorfbewohner von uns für eine Quest hat. Der Mannik Nief. Kann ich dir bei etwas helfen? Mein König, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich bin der König? Ja. Zur rechten Zeit wofür?
kommst zur rechten Zeit für Bier. Bietest du mir welches an oder soll ich dir welches besorgen? Nun, da hast du nicht Unrecht. Also wie wär's? Schon gut. Aber ich mache das nur für die Reputations... Ja, es ist doch so. Ich mache das nur für die Reputationspunkte. Was? Was? Ich habe nichts gesagt. Bierzeit. Reputationsdynastie. Roggenbier. Zweimal. Achso, ich soll mit ihm eintrinken. Na, das können wir ja im Herbst jetzt noch abschließen, die Quest. Ist ja kein Problem. Aber erstmal gehen wir schlafen. So, und ich wollte jetzt auch noch mal gucken im Herbst, wie sieht's denn auf unseren Feldern aus? Wie sieht's denn hier aus? Unbesät, Feld 1, Flachs. Aber alles gedüngt. Hervorragend. Hier, Roggen, wird gerade gesät. Sehr schön. Hafer wurde abgeerntet, wird gerade gedüngt und umgegraben. Schön. Kohlfeld wurde geerntet, wird gerade wenig genug gesät. Karotten wurden auch geerntet. Okay. Also ihr habt erstmal geerntet. Naja, wird schon. Oh, hier liegt ein Stück Brennholz. Wer hat denn das hier hingelegt? Das ist bestimmt noch überall hinter dem Haus und sowas liegt hier überall bestimmt noch Brennholz verteilt. Also ich sehe jetzt erstmal nichts, aber... Ich bin mir sicher, hier liegt noch irgendwo was. Was einfach weggeglitscht ist. An dem großen Haufen da. Okay, was wollten wir verkaufen? Wir wollten Körner verkaufen, ne? So. Eine richtig große Menge Kohlsamen. Da können wir auf jeden Fall safe 150 mitnehmen. Leinsamen lassen wir mal in Ruhe. Roggenkorn können wir eigentlich zum Mehl machen und das dann mitnehmen, ne? Ich meine, wir müssen auch irgendwann wieder Tierfutter herstellen, aber im Moment haben wir gar kein Tierfutter mehr da. Na, dann vielleicht doch nicht so viel Roggenkorn. Dann vielleicht doch nur so viel. Wie sieht's aus mit Haferkorn? Nehmen wir auch mal ein bisschen was mit, ne? Können auch wieder Hafer dreschen. Naja, ich mache mal ein bisschen Mehl, glaube ich, aus den Körnern. Um das einfach besser verkaufen zu können. Oh lol, das muss ich freischalten. Ja, dann lass mal freischalten für Roggen. Ich brauche so viel Kohle für die scheiß Schematas. Das geht mir um den Sack. Wo ist mein Esel? Ich gehe jetzt zum Verkaufen. Oh, was ist hier los? Oha. Okay. Sieht nicht nach einer Falle aus. Sieht nach Free Loot aus. Metflasche. Aha. Eine ist noch voll. Da wissen wir ja, warum der Karren umgefallen ist, ne? Gesalzenes Fischfilet. Nehme ich mit. Was haben die eigentlich hier? Was pflanzen die hier an? Äh,
Wird mir leider nicht angezeigt, ist ja frech. Und die ganzen Pferde. Die liegen da drin. Ach so. How can I help you? So, kauf mir mal meinen ganzen Scheiß hier ab. Meine einfachen Schuhe. Oh, 70. Ach so, ja, ich habe ja geskillt, dass ich mehr davon kriege, ne? 770. Schön. Dann, was haben wir noch? Was können wir noch verkaufen? Haferkorn wollte ich verkaufen. Oh. Ich hab den schon wieder leer gekauft hier an Kohle. Reich mir deine Ware. Also Samen zu verkaufen macht auch übel Sinn. Kriegst du auch richtig viel Kohle raus. Hello. Hello. So. Geil, ich kauf die ja alle leer. Also, bringt wirklich was, Samen zu verkaufen. Was? Natürlich mir auch. Das geht hier weg wie nicht geschnittenes Brot. Sehr schön. ...3635 habe ich jetzt. Vielleicht kann ich mir noch mal ein paar Kirschbaumsetzlinge kaufen. 9 Stück. Ja, easy peasy. Ja, war doch ein erfolgreicher Tag heute. Wie viel Reputation habe ich? 1763. Reicht das, um mir noch einen Typen zu holen? Oder eine Typin? Ich hätte ja gerne noch einen in der Scheune, der immer aus dem Dung gleich Dünger herstellt. Also jemanden, der Landwirtschaft kann. Ist auch egal, ob eine Frau oder ein Mann, weil bei Hanuta zieht jetzt ja erstmal keiner ein. Weil sonst ist sie ja weg. Weg vom Fenster. Da müsst ihr auch darauf achten, dass wenn ihr eine Frau in euer Dorf holt, die ihr dann auch bezirzen wollt, die ihr auch heiraten wollt, die nicht in ein Haus zu setzen, wo ein Mann ist. Weil der ist schneller als ihr. Immer. Das heißt, im schlimmsten Fall seid ihr auf 100% bei der Zuneigung bei der Frau und ihr fragt sie, ob sie euch heiraten möchte und sie sagt zu euch, nein, denn ich bin schon verheiratet. Das wäre richtig Worst Case. Wurstschachtel. Ist in Gewinnung 3, ja, ist ja auch geil. Travelers of this realm are drawn to the bonfires like moths. Oh, hier ist ja nur Crap dabei. Ich nehm dich, komm. 1800 Reputation. Naja, natürlich. Also doch nix mit einem neuen. Aber vielleicht, wenn wir 2 Roggenbier kaufen. Dann schon. Also nochmal ins Dorf. In die Stadt, meine ich. Und 2 Roggenbier gekauft. So, ich hoffe, du hast Roggenbier. Aber ich denke schon, du hast ja auch Haferbier und so. Roggenbier, 2. Es kostet einfach 234 so ein Bier. Oh mein Gott, ich muss auch Bier brauen. Irgendwann können wir ja die Taverne bauen und dann geht's richtig los. Dann mache ich Alkohol. Aber wir brauchen da, glaube ich, Hopfen für, ne? Die haben hier schon ein sehr gutes Hopfenfeld. Naja, alles, wenn es soweit ist. Bringt jetzt nichts, dass wir jetzt ein Hopfenfeld hochziehen und uns in den nächsten Jahren jetzt das Lager vollmüllen mit Hopfen. Nur wenn wir dann eine Taverne haben, dass wir dann gleich starten können oder so. Ich würde erst Hopfen anbauen, wenn wir eine Taverne haben. Hier unten gibt es wieder Loot.
gucken wir mal, was wir hier finden. Gesalzenes Fischfilet und Münzen. Einmal Fischerspeer. Viermal Fischerspeer. Ein Kirschwein. Und ein Eimer mit Fischfilets. Ja. Schöner Loot. Also hätte ich eine Fischerhütte, könnte ich jetzt fischen. Das wäre hier der nächste Spot, wo ich eine Fischerhütte bauen könnte, ne? Hier dran. Und das ist eigentlich schon sehr weit weg von meinem Dorf. Hier könnte ich eine Fischerhütte hinsetzen. Tja. Aber so richtig will ich es nicht. Bei uns gibt es halt einfach keinen Fisch dann. Müssen die Leute halt durch. Also ich persönlich esse jetzt auch nicht so gerne Fisch. Ja, also ab und zu, ja, okay. Aber dass ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt Bock auf Fisch, kenne ich eigentlich nicht von mir. Frag mal meinen Esel hier am Lager. Schmeiß mal die Kirschsetzlinge hier rein. Und sie brauchen schon wieder Dünger. Das kann doch nicht sein. Wo ist jetzt der Typ mit dem Roggenbier? Da vorne. Ach, der arbeitet hier im Feldschuppen. Ah ja. Dann ein schönes Bier zum Mittag. Prost, mein Freund. Schön. Jetzt sind wir auch über 1800 Reputationen. Jetzt könnten wir uns theoretisch noch einen holen. Aber ich würde sagen, hier im geselligen Bereich mit einem Bier war es das mit dieser Folge Medieval Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht, den Like und den Kommentar. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.